Kommen wir zum dritten Video dieser Serie. Hierbei werden vier Aufgaben für die Zinseszinsrechnung vorgerechnet. Erinnern wir uns ganz kurz noch einmal an die Formel, mit der man das berechnet hat. Und zwar war ja das Endkapital Kn gleich dem Anfangskapital K0 mal Q hoch Zeitraum, wobei Q 1 plus i ist und i, ja, p durch 100. So, wenn man jetzt das hier anschaut, was haben wir hier gegeben? Wir haben ein Anfangskapital von 20.000 Euro. Machen Sie sich ruhig zur Gewohnheit, einen Zeitstrahl zu machen. Zum Zeitpunkt t gleich 0 haben wir also 20.000 Euro. Zum Zeitpunkt t gleich 10. Es vergehen n Jahre. Wollen wir wissen, was unser Kapitalwert ist? Das heißt, wir suchen Kn. Und wir haben einen Zinssatz von p ist gleich 3%. Dann folgt daraus, i ist gleich 0,03 und q ist 1,03. Das heißt also, unser Endkapital Kn ist dann unsere 20.000, die wir am Anfang haben, multipliziert mit 1,03 hoch 10. Und wenn man das in Taschenrechner eingibt, kommt man auf 26.878,33 Euro. Also hier die einfachste Variante mit Zinsrechnung umzugehen. Bei der nächsten Aufgabe vom Blatt Aufgabe 4 soll berechnet werden, wie lange eine Laufzeit ist. Also hier ist nach der Dauer gefragt. Immer wenn man bei Zinseszins nach Dauern fragt, muss man die Gleichungen logarithmieren. Also mit einem Logarithmus muss man das rechnen. Gucken Sie sich die Rechenregeln für den Logarithmus nochmal an. Dabei ist die wichtigste Regel, die wir jetzt benutzen werden, ln x hoch n ist n mal ln x. So, stellen wir uns erstmal die Gleichung auf, überlegen uns erstmal wieder, was ist gesucht. Schauen wir uns vielleicht auch erstmal ein Bild an, wieder der Zeitstrahl. Wir haben ein Kapital zum Zeitpunkt t gleich 0 von 25.000 und wir suchen den Zeitpunkt t gleich n von 3 mal 25.000. Dabei haben wir ein p von 5%. Das entspricht einem i von 0,05 und einem q von 1,05. So, jetzt haben wir schon mal alles rausgesammelt, was wir wissen. Wir können das Ganze noch in unsere Formel eintragen. Also 3 mal 25.000 ist gleich 25.000 mal q hoch n. Q sind 1,05. Schreiben Sie sich ruhig die Zahlen hin, damit man immer genau weiß, welche Variable gerade berechnet werden soll. So, jetzt teilen wir vielleicht zweckmäßigerweise durch 25.000. Das heißt, hier steht dann 3 ist gleich 1,05 hoch n. Jetzt müssen wir logarithmieren.
Also ln von 3 ist ln von 1,05 hoch n. Und jetzt nehmen wir die oben hingeschriebene Regel, hier diese, und sagen n mal ln von 1,05. Schreiben das also ein wenig um. Jetzt können wir durch ln von 1,05 teilen. Das ist eine ganz normale Zahl. Ln von 1. Das heißt, ln von 3 wird durch ln von 1,05 geteilt und dann haben wir das Ergebnis. Für n gibt man das in Taschenrechner ein, folgt für n, dass das rund 22,5 Jahre sind. Alternativ kann man auch den Taschenrechner nehmen und da den Solver. Sehen Sie in das extra Lehrvideo, wie man diesen bedient. So, die dritte Aufgabe auf Ihrem Blatt, die Aufgabe 5, ist: Ein Mann, 22 Jahre, erbt, wenn er 35 Jahre alt ist, gucken wir uns erstmal wieder an, 1 Million. Also irgendwann hier hinten kriegt er 1 Million. Das ist ein Sonderkonto, das ist gesperrt. Das ist zum Zeitpunkt t gleich 35. Heute ist er gleich 22. Und jetzt möchte er wissen, welchem Betrag entspricht das. Wir nehmen also wieder das Äquivalenzprinzip. Wir kennen hier Kn. Wir wissen oben laut Text, wir haben 6% Zinsen. Wir haben damit ein I von 0,06 und ein P von 1,06. Das heißt, wenn man sich die Formel aufschreibt, ist meine 1 Million der Wert, den ich jetzt ausgezahlt haben möchte, also mein K0 mal 1,06, und dieses hier sind 13 Jahre. Also kommt hier oben hin eine 13. Jetzt brauche ich das Ganze nur umstellen. Das heißt, K0 ist 1 Million durch 1,06 hoch 13. Das heißt, wir können jetzt hier ganz kurz auch nochmal allgemein festhalten, wird die Zeit mehr, das heißt, gehen wir in die Zukunft, dann wird mit 1,06 hoch 13 multipliziert, gehen wir in die Vergangenheit, das heißt, wird die Zeit weniger, wird durch 1,06 hoch 13 gerechnet. Vielleicht finden Sie in der Literatur auch manchmal noch, das ist aber absolut das Gleiche, nur eine andere Schreibweise, dass das Ganze mit 1,06 hoch minus 13 multipliziert wird. Das sind Potenzrechnungen. Da haben wir uns im Vorkurs mit beschäftigt. Man kann dieses hier aus dem Nenner nach oben holen, indem man da vor den Exponenten ein negatives Vorzeichen setzt. So viel zu dieser Aufgabe. Die letzte in diesem Video ist die Aufgabe 6 auf Ihrem Zettel. Und bei dieser Aufgabe schauen wir uns wieder das ganze Ding im Zeitverlauf an. Wir haben ein Kapital von 12.340 Euro mit P gleich 3%. Nach 4 Jahren
ändert sich der Zinssatz auf P gleich 4%. Auf welches Endkapital wird es nach weiteren 5 Jahren angewachsen sein? Das heißt, wir haben hier T gleich 4 plus 5, in dem Fall dann 9. Aber wie rechnen wir das aus? Deswegen habe ich die Zahlen einzeln hingeschrieben. Wir rechnen erstmal unsere 12.340. Wie wir uns das vorstellen, Q ist jetzt 1,03 für 4 Jahre. Das ist das Kapital, das zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto liegt. Wenn ich das jetzt zu dem Zeitpunkt hier hinten haben möchte, dann muss es ja nochmal 5 Jahre mit 4% verzinst werden. Also 1,04 ist wieder die Zinszahl hierfür hoch 5. Und schon habe ich tatsächlich auch den Endbetrag. Das heißt hier, das ist K9 an der Stelle. Man kann das hier dann auch hinschreiben. Und wenn man das eintippt, den Taschenrechner, erhält man 16.897,82. So, im nächsten Video geht es dann um unterjährige Verzinsung.